Und dann bin ich durch Zufall in die Werkstätte eines Rosenheimer Holzbildhauer-Ehepaares gekommen. Das waren die Klings. Und da haben wir also ein Marterl für meine Brüder schnitzen lassen. Es war damals so, vor die Grabsteine hat man so ein Holzmarterl hingestellt. Und das hat mir natürlich besser gefallen, als wenn ich dann beim Rief geblieben wäre und eine Schreinerlehre gemacht hätte. Mhm. Auf die Schule wollte ich in keinem Fall mehr gehen. Und das hat mir auch niemand übel genommen, nicht einmal mein Vater. Also vor dem Krieg hat man in die Akademie auch Tiere gebracht zum Zeichnen, zum Studieren. Und da gab es einen eigenen Pavillon im Akademiegarten und da waren die Tiere angebunden und die Schüler haben gezeichnet. Und nach dem Krieg war das dann ziemlich kaputt und etwas baufällig, aber ich habe mich da beworben dann, dass ich das als Atelier gekriegt habe, also im späteren Semester natürlich erst. Zuerst muss man schon in der Klasse bleiben, aber dann später kann man ein Atelier kriegen. Und die Tiermalschule war natürlich sehr schön, weil man nicht aufpassen musste auf nichts und wirklich seine Ruhe hatte. Und wenn man mal mit etwas nicht fertig geworden ist, kommt man auch übernachten dort, ohne dass einem jemand gestört hat. Also das war eine sehr schöne Zeit. Von Schloss Wittgenstein, deine erste Station, bist du dann rüber nach Hessen auf die Odenwaldschule. Die geistige Elite hat da ihre Kinder hingeschickt, sehr viele Schauspielerkinder und so. Und es war für mich also wirklich eine tolle Atmosphäre, aber sie hat mich natürlich auch aufgesogen. Ich hatte eine eigene Schülerfamilie mit besagten Schülern, die ich gerade genannt habe zum Beispiel, und kam zu meiner eigenen künstlerischen Arbeit natürlich kaum mehr. Und dann habe ich eben mit Bildungswerk, das auch ziemlich neu war, und mit dem Kunstverein so in Verbindung gesetzt und habe dann die sogenannte Kindermalschule im katholischen Bildungswerk aufgemacht. Und das hat auch gleich gut eingeschlagen. Und nach einiger Zeit kamen dann auch die Eltern von den Kindern und haben gesagt, machen Sie doch für uns auch sowas. Wir möchten auch gern sowas machen. Und dann habe ich gesagt, ihr habt ja doch keine Geduld. Das ist nichts für mich. Ja, probieren Sie es halt aus. Naja, dann habe ich es halt ausprobiert. Und dann blieben die 10 und 15 Jahre bei mir. Und haben auch wirklich teilweise schon was auf die Beine gestellt. Also das war eine interessante Sache. Da wurde dann eben der Kurs von der Volkshochschule in dem neuen Schusterhaus, zuerst in anderen Häusern, aber dann bekam man ein schönes, großes Atelier in dem neuen Schusterhaus. Das waren dann deine berühmten Volkshochschulkurse. Das waren meine berüchtigten Volkshochschulkurse. Genau. Die bis 1995 liefen. Was war die Grundidee für den Skulpturenpark? Naja, die Grundidee war damals schon europaweit überall entstanden, eben so Plastikenparks, und hat man eben Freiplastiken ins Freie gestellt und so. Und dann habe ich mir halt gesagt, man kann in Rosenheim gibt es ja ein paar so Parks und da kann man sowas auch machen. Und Bildhauer gibt es eigentlich auch genug für so ein Projekt. Und habe das dann angeregt beim Kunstverein und bei der Stadt. Und wenigstens wurde es dann einmal ausprobiert für ein paar Tage bei den Bürgerfesten, bei zwei Bürgerfesten hintereinander. Und das war aber noch nicht im Salinkarten. Das war noch im Riedergarten. Genau. Und da haben wir eben Plastiken geholt.
Der Bundesgrenzschutz hat geholfen mit seinen Kranwagen als Möche, hat zusammengeholfen. Und Kirchner und Stadler und Lüdecke und alles Mögliche hat dann da ausgestellt. Es war eine schöne Ausstellung mit hauptsächlich Bronzeplastiken, von mir Holzplastiken.